Auf der Brake heißt die kleine Straße direkt an der Discomeile und sie ist kein besonders schöner Ort. Abgerissene Jalousien, leerstehende Geschäfte, die Atmosphäre ist schmuddelig. Doch im Schatten des sogenannten Siemens-Hochhauses hat vor einigen Monaten die Music Academy eröffnet, eine Musikschule mit angeschlossenem Geschäft, sogar ein kleines Aufnahmestudio gibt es im Keller. Die zentrale Lage ist für die Schule eigentlich ein großer Vorteil. Das Problem ist, wir haben Schüler, die auch minderjährig sind, wir haben musikalische Früherziehung und hier laufen ganz viele Obdachlose rum, ziemlich viele Drogenabhängige, gerade in dem Innenhof, welche, die dann einfach urinieren und die Schüler sehen das alles von oben aus dem Fenster und es ist nicht schön. Denn rundherum zeigt sich beim Blick aus dem Fenster das gleiche Bild. Als die Musikschule eröffnet wurde, hatten sich die Mitarbeiter erhofft, dass sich die Situation auf der Brake verbessern würde. Doch passiert ist seitdem nicht viel. Immer wieder eröffnen zwar neue Geschäfte, doch die schließen meist auch genauso schnell wieder. Das La Viva, das ist ja da an der Ecke. Und nebenan ein Getränkemarkt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, neben einer Diskothek einen Getränkemarkt aufzumachen. Also, nein, finde ich irgendwie ein bisschen, ja, passt irgendwie nicht. Ich sag mal, wenn man so diese ganzen äußerlichen Fassaden, ich meine, muss das so aussehen? Das sieht ja schon seit ich weiß nicht, 5 Jahren oder 10 Jahren sieht das schon so aus. Ich weiß nicht, warum man da nicht was tut. In der Musikschule fühlen sich die Mitarbeiter im Stich gelassen. Vielleicht verbessert sich die Lage ja mit einem neuen Innenstadtkonzept, das der Senat gerade in Auftrag gegeben hat.